Ich habe Hunger, aber ich weiß nicht, was ich kochen sollte und wie es einfach geht. Ich schaue mal nach einem Lernfilm. Herzlich willkommen zu meinem Lernfilm über das Dämpfen. Ich erkläre euch drei Arten des Dämpfens: einmal im Sieveinsatz, einmal im Öl und einmal im DKT, also dem Dampfkochtopf. Wir dämpfen Kartoffeln im Dampfkochtopf, Karotten und Champignons im Öl und Brokkoli im Sieveinsatz. Ihr könnt auch andere Nahrungsmittel dämpfen. Schaut einfach noch, welche Art dafür empfohlen wird. Und jetzt starten wir. Das braucht ihr. Wäscht die Nahrungsmittel, mit denen ihr kocht. Dann setzt ihr den Deckel auf und schaut, dass es bei den Pfeilchen ist. Dann dreht ihr und dreht den Hebel noch zu. Dann schaltet ihr auf die höchste Stufe. Hier seht ihr, wie das Ventil raufgeht. Wenn es so klingt, dann nehmt den DKT von der Herdplatte und schaltet auf eine tiefere Stufe. Wartet, bis das Ventil gesunken ist. Ihr könnt schauen, wenn es fertig ist, indem ihr schaut, dass 8 Minuten beim gelben Ring ist. Wartet, dass das Ventil vor dem Aufmachen ganz gesunken ist. Füllt Wasser bis zum Siebeinsatz. Gebt Brokkoli rein und schließt dann den Deckel. Dann schaltet ihr auf die höchste Stufe. Wenn das Wasser kocht, schaltet runter. Gebt 2 Esslöffel Öl in die Pfanne. Dann schneidet das Gemüse klein. Dann gebt ihr es in die Pfanne. Und setzt den Deckel drauf. Vergesst nicht zu würzen. Das mache ich jetzt noch.